Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und das Bundesarbeitsgericht hatte eine interessante Frage zu klären, die auch für den Kita-Alltag von Relevanz sein könnte. Stichwort Elternabend, der zu lange andauert oder auch die berühmte Kita-Übernachtung, die jetzt nach Corona, klopf, klopf, hoffentlich wieder mehr oder vermehrt wieder zum Einsatz kommt. Denn was, Frau Kollegin, haben die zu entscheiden gehabt? Die hatten zu entscheiden, und insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass es bis zum Bundesarbeitsgericht hochgegangen ist, aber sie hatten zu entscheiden, ob denn, wenn ich auch nur ganz kurz an einem Sonntag arbeite oder auch an einem Feiertag arbeite, ob ich dann einen Anspruch darauf habe, dass mir ein gesamter anderer Tag als Ruhezeit sozusagen eingeräumt wird. Denn der Arbeitgeber hat in diesem Fall argumentiert, naja, erstens gibt es ja Feiertagszuschläge, also er steht ja definitiv finanziell besser da, dass er an dem Sonntag gearbeitet hat, der Kläger in diesem Fall. Und zweitens wurden auch die Ruhezeiten, die vorgegeben sind vom Arbeitszeitgesetz, auch eingehalten. Insofern wäre das doch jetzt unfair, wenn es noch zusätzlich auch noch tatsächlich einen freien Tag gäbe. Aber so das Bundesarbeitsgericht, es steht halt nun mal im Gesetz drin. Das Gesetz regelt da diesbezüglich ganz eindeutig, wenn ich an einem Sonntag arbeite, dann ist mir ein Ersatzruhetag einzuräumen innerhalb einer bestimmten Frist. Und wenn ich an einem Feiertag arbeite, dann ist mir halt innerhalb einer anderen Frist auch ein Ersatzruhetag einzuräumen. Und da steht auch explizit drin, nicht nur die, meinetwegen eine Stunde, die ich an dem Sonntag gearbeitet habe, ist mir zu ersetzen, sondern tatsächlich ein gesamter Ruhetag. Wir übertragen das mal auf den Kita-Alltag. Das heißt, wenn vor einem Feiertag, am Abend zuvor, der Elternabend ein bisschen ausartet und eine beschäftigte Person dann über Mitternacht hinaus in diesen Feiertag noch hineinarbeitet und sei es nur, weil aufgeräumt wird und die Einrichtung geschlossen wird, dann wird man wahrscheinlich auch bei einer Stunde, also bis nachts um eins, zu dem Ergebnis kommen, ja, dann ist dafür ein zusätzlicher ganzer Tag als Ausgleich zu gewähren. Auch wenn wir auf der einen Seite nur die eine Stunde haben und ein ganzer Tag als Ausgleich dann eben eine Arbeitszeit von 8 Stunden bedeuten würde. Ebenso Kita-Übernachtung. Wenn von meinetwegen irgendeinem Wochentag auf einen Feiertag eine Kita-Übernachtung geplant ist, dann kommt man eben auch in dem Bereich sehr sofort in den Ersatz von zusätzlichen Tagen, selbst wenn die Kollegin, der Kollege nachts um eins durch andere ausgelöst werden sollte. Da sagt eben das Gesetz und jetzt auch das Bundesarbeitsgericht, auf die Zeitdauer an einem Feiertag käme es nicht an, es sei ein ganzer Tag zu gewähren. Spannend, oder? Liebe Eltern, das bedeutet in der Konsequenz, haltet eure Elternabende kürzer. Auch aus eigenen Erfahrungen heraus. Bis dahin. Und Interesse, ne? Und Interesse, auf jeden Fall. Bis dahin, haltet durch. Tschüss. Tschüss.